Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dem Samsung Galaxy A0 5S Apps sortieren bzw. App-Ordner anlegen könnt. Am Anfang sieht wahrscheinlich noch alles recht übersichtlich aus, doch je mehr Apps man hat, desto schneller wird das Ganze auch mal ein bisschen durcheinander. Und um eine App nun zu verschieben, klicken wir lange drauf und bewegen die einfach so ein Stück. Und dann können wir sie auch schon innerhalb des vorgegebenen Rasters beliebig platzieren, wenn wir hier auf die linken Bildschirmrand gehen. Können wir auf die erste Seite, über den rechten Bildschirmrand auf die zweite, dritte und so weiter und dann eben einfach wieder fallen lassen. Um nun einen App-Ordner zu erstellen, nehmen wir die App wieder in die Hand, wackeln so ein bisschen und ziehen sie einfach auf eine andere App drauf und lassen sie dort fallen. So entsteht auch gleich ein Ordner, den kann ich auch benennen und nun beliebig viele Apps reinziehen mit dem gleichen Prinzip und auch innerhalb des Ordners beliebig anordnen und so eben sogar den Ordner verschieben. Wenn ich den Ordner jetzt nun wieder auflösen möchte, gehe ich rein und mache das gleiche andersrum. Also ich nehme die App in die Hand, wackel so ein bisschen und ziehe die quasi aus dem Ordner raus und platziere sie woanders. Wenn ich das mit der vorletzten App mache, dann seht ihr gleich, was dann passiert hier unten. Dann verschwindet auch gleich der Ordner, also man muss nichts irgendwie löschen oder so. Und so könnt ihr eben euren ganzen Bildschirm anordnen, wie ihr möchtet. Die Widgets können wir mit dem gleichen Prinzip in die Hand nehmen und genauso woanders platzieren. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Apps ordnen bzw. App Ordner erstellen auf dem Samsung Galaxy A0 5S hat euch gefallen und geholfen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!